Dominik Kiszewski von CapTrader. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Sie sehen schon im Hintergrund Urban Jeckle und natürlich seine Feierabend-Depot-Strategie. Dominik, vielen Dank, dass du mich wieder unterstützt heute. Und schönen guten Abend, liebe Kunden. Danke, dass Sie so zahlreich dabei sind. Und es geht so los. Ich werde zwei Strategien vorstellen. In der Mitte mache ich eine kurze Pause. Zu beiden Strategien gibt es auch ein Angebot. Den Link teilt der Dominik in diesem Fragenfenster. Und ich fange jetzt einfach mal an, direkt mit der ersten Strategie, die ich hier vorbereitet habe. Nämlich, da geht es um Aktien. Also die erste Strategie geht über Aktien, das Feierabenddepot. Und die zweite Strategie geht über Optionen. Da gibt es einen Optionskurs. So, das Feierabenddepot, erprobte Faktoren für Aktien. Darum geht es im ersten Teil, bevor es losgeht. Kleiner Risikohinweis, ein Haftungsausschluss. Natürlich sind das alles keine Empfehlungen und Sie handeln immer auf eigenes Risiko. Und die erste Strategie, die ich hier vorstelle, die habe ich schon 2019 mal in der Börse Online vorgestellt. Hier war das damals das Titelbild und ist im Endeffekt fast unverändert so geblieben. Also das Momentum-Prinzip ist so geblieben. Natürlich arbeite ich immer weiter an den Strategien. Das ist das aktuelle Depot. Also da sind mehrere Strategien drin. Das habe ich live gehandelt bei CapTrader bzw. Interactive Brokers, was ja eigentlich das Gleiche ist hier. Genau, es läuft jetzt ganz normal. Die Märkte steigen ja auch und da profitieren die Strategien ganz gut davon. Aber wichtig, was ich da betonen will bei der Equity Curve, 2022 ist nicht drauf, aber vor allen Dingen niedrige Rückgänge hatten wir gehabt. Also wir hatten hier jetzt zum Beispiel mal Drawdowns von 8% oder so. Und das ist schon ganz nett. Und auch letztes Jahr waren wir ziemlich viel flat, 2022, wo die Märkte runtergingen. Das ist ja auch wichtig, dass man da nicht so viel Geld verliert. Und wenn es dann wieder hochgeht, dass man dann dabei ist. Die Strategien beruhen auf dieser Arbeit von diesen Fondsmanager Baltussens, Winkels, Pim van Vliet, die haben 2019 ein Paper herausgebracht. Was sind Faktoren an der Börse, die eine überdurchschnittliche Performance bringen? Also besser als der Markt selbst. Und unser Markt, das sind die US-Märkte. Als Vergleichsindex nehme ich oft den S&P 500. Und mit welchen Strategien könnte man langfristig den S&P 500 schlagen? Das sagt dieses Paper, was Aktien untersucht hat von 1800 bis 2016. Das sagt, das Beste ist Momentum, das heißt Aktien, die einen Aufwärtstrend haben. Und wir werden heute genau untersuchen, wie viele Wochen und Monate da wichtig sind für den Aufwärtstrend. Aktien, die einen Aufwärtstrend haben, performen besser als der Durchschnitt, und zwar im Durchschnitt um über 7%. Als zweites, das ist keine Überraschung, Dividendenstrategien. Also es lohnt sich, Aktien zu kaufen mit hohen Dividenden. Dann gibt es Saisonalitätseffekte, die wichtig sind. Und dann, was vielleicht viele nicht so auf dem Schirm haben, da gab es einen VTAD Award, also einen Preis von dem Verein Technischer Analysten Deutschlands 2019. Niedrige Schwankungen sind auch gut für die Anstiege, dass der Trend sich fortsetzt und dass die Aktien weiter besser sind als der Marktdurchschnitt. Und dann fundamentale Faktoren, die sind zusammengefasst in diesem Buch hier, What Works on Wall Street, oder auf Deutsch die besten Anlagestrategien aller Zeiten. Der beste fundamentale Faktor ist das Kursumsatzverhältnis, aber immer im Zusammenhang mit dem Trend. Übrigens, Kursumsatzverhältnis besser als Kursgewinnverhältnis, weil die Umsätze lassen sich nicht so gut manipulieren wie die Gewinne von Firmen. Aber dieser Autor Shaughnessy hat gefunden, alle fundamentalen Faktoren funktionieren am besten mit dem Trend zusammen. Also nur billige Aktien zu kaufen nützt nichts, sondern die Aktien sollten ein Kursumsatzverhältnis haben, was günstig ist, aber gleichzeitig der Aufwärtstrend ist das Wichtigste. Also hier das linke Momentum ist der wichtigste Faktor und darum geht auch diese Strategie heute. Übrigens hier noch ein paar Buchtipps für Saisonalitäten. Dieses Buch hier, das ist auf Englisch Seasonal Stock Market Trends, und für Momentum vom Andreas Klino, Stocks on the Move. Das ist ganz nett, da wird ja gezeigt, er zeigt, wie er seine Momentum-Strategie umsetzt und wie dann immer wieder Aktien reingehen und rausgehen und wie man das dann über Wochen, Monate erleben kann mit den Gewinnen und mit den Verlusten.
Dann kann man das mal verstehen. Aber das Buch, das behandelt hauptsächlich die Phase um 2000 bis 2000. Ja, ich glaube, 2008 wurde das geschrieben. Aber das war damals so eine Phase, so ähnlich wie jetzt, wo es halt auch die ganze Zeit hochging und wo vor allen Dingen noch Momentumwerte ziemlich gut liefen. So, aber jetzt soll es allgemein noch um Faktorinvesting gehen. Wie setzt man sowas in die Praxis um? Also wenn man jetzt solche Sachen hat, man weiß jetzt Momentumaktien im Prinzip bringen eine Outperformance oder die Saisonalität oder niedrige Schwankungen. Und wie findet man dann solche Aktien? Und das mache ich mit der Software AmiBroker, indem ich quasi jeden Tag auf Tagesbasis solche Listen von Aktien ein Ranking erstelle. Also es sind über 1500 Aktien, auch die aus der Vergangenheit drin, die jeweils in den Indizes drin waren, und die werden jeden Tag gerankt nach bestimmten Faktoren. Dann drücke ich einen Knopf und dann werden zum Beispiel in der Strategie Momentum, die ich heute zeige, die obersten fünf gekauft. Und im Feierabenddepot sind es halt 3 mal 5 für drei Strategien und die teile ich dann den Kunden mit. Aber heute schauen wir ganz genau auf den Faktor 1 Momentum, was da bestimmte Parameter sind, die profitabel sind und warum das überhaupt funktioniert. Gewinner bleiben Gewinner. Da gab es mal eine Untersuchung, wieder in einem Paper. Das Paper hieß Momentum Crashes. Das heißt, die Autoren haben eigentlich untersucht, in welchen Phasen hat Momentum nicht so gut funktioniert. Und sie haben gefunden, dass es meistens gut funktioniert hat. Also wir sehen hier abgebildet in Rot, wenn wir immer die schwächsten Aktien der letzten 6 Monate gekauft hätten. So ist eine Supermarktmentalität, wenn man denkt, okay, ein Artikel, den will ich schon die ganze Zeit haben und jetzt ist er günstig und jetzt kaufe ich den. Und bei den Aktien sind es dann halt Aktien, die ja im Kurs gefallen sind. Und wenn man das die ganze Zeit macht, dann verdient man kein Geld, sondern aus einem Dollar bleiben dann am Ende nur noch 4 Cent übrig. Und die blaue Kurve ist die, wenn man immer die stärksten 10% gekauft hätte. Also Gewinner bleiben Gewinner. Wenn man wirklich jetzt zum Beispiel hergeht und solche Werte kauft wie Meta, wie Amazon, wie Adobe, wie sie alle heißen, die ganzen Momentum-Aktien, dann würde man auf Dauer wirklich mehr Geld verdienen, als wenn man die ganze Zeit jetzt zum Beispiel Silberaktien kauft, obwohl die Silber langfristig aussichtsreich sind, aber das kann vielleicht einfach mal noch 1, 2 Jahre dauern und dann wäre man da zu früh. In der Mitte zum Vergleich der Gesamtmarkt und hier so der risikolose Zins. Das war im Jahr 2016, also noch bevor diese inflationäre Phase kam, sonst würde es hier ein bisschen höher gehen. Wichtig ist auch, was man handelt. Also deswegen ist auch CapTrader ein wirklich guter Broker, weil es ein US-Broker ist und die höchste Liquidität weltweit liegt in den USA. Und CapTrader hat die besten Ausführungen, was Bid-Ask-Spreads betrifft und auch was sowas betrifft wie Handelskosten. Und deswegen handelt auch das Feierabenddepot nur US-Aktien. Wir sehen hier, wenn wir US-Aktien handeln mit höherer Liquidität, wenn die Kosten niedrig sind, dann kriegen wir die beste Performance. Also hier zum Beispiel in dem Beispiel über 20% pro Jahr Rendite. Während wenn wir zum Beispiel Aktien kaufen würden, Restwelt, zum Beispiel Europa oder Asien, die nicht so liquide sind wie die US-Aktien, dann sind die Kosten höher und auf Dauer summiert sich das und dann bekommt man schnell mal 5 oder 10% Rendite pro Jahr weniger. Also der Broker ist ganz wichtig. Zum Parameter, wenn wir jetzt Aktien kaufen, die stark gestiegen sind in letzter Zeit, in welchem Zeitraum sollen die eigentlich gestiegen sein? Und da gibt es verschiedene Literatur. O'Shaughnessy, das war der vom Anfang mit diesen besten Anlagestrategien aller Zeiten. Er arbeitet mit einem Jahr, das sind 252 Tage, weil das sind nur Handelstage. Und Kirkpatrick, ein anderer amerikanischer Fondsmanager aus den 90er Jahren, er arbeitet mit 100, also gerade die Hälfte von 252, das sind ungefähr 170 Tage, 175 Tage. Und Andreas Klino mit dem Buch Stocks on the Move, er arbeitet mit 90 Tagen. Wir sehen, das ist schon etwas schlechter. Also auch manche Kunden von mir haben schon vorgeschlagen, dass man eher mit kurzfristigeren Trends arbeitet. Also wenn eine Aktie zum Beispiel die letzten 2 Monate stark gestiegen ist, aber davor halt
nicht so gut war, die dann zu kaufen, bringt schon Rendite, zum Beispiel hier 12% im Schnitt. Aber besser ist, Aktien zu kaufen, die so ein Jahr gestiegen sind. Und wir sehen jetzt ein ziemlich hohes Plateau hier. Auch wenn die so 2 Jahre gestiegen sind, ist es auch noch besser als dieses ganz kurzfristige. Wo liegt ein sinnvoller Stopp? Also wenn wir so Aktien über Wochen und Monate halten, die dann immer weiter steigen, dann gibt es durchaus zwischendrin mal Rückschläge. Nvidia zum Beispiel kam bei ungefähr $500 ins Feierabenddepot, ist zwischendrin mal bis auf $400 zurückgefallen. Das waren ja schon 20% Stopp. Und so bei 20% haben wir auch ungefähr unsere Stopps. Ich mache jetzt übrigens mal meine Kamera mal aus, damit es nicht immer so einfach vor der Präsentation steht. Die mache ich nachher wieder an. Also Nvidia zum Beispiel, so stark schwankende Werte, die brauchen um die 20% Raum. Das muss man ertragen können zwischendrin, wenn man solche lange Trends mitmachen möchte. Wir sehen im Backtest hier alles, was unter 15% Stopp ist. In dem Fall ist es ein Trailing-Stopp, aber das gilt auch für den Initial-Stopp, den man am Anfang hat. Alles, was unter 15% ist, zersägt hier den Gewinn und dann kommt man sogar in einen Verlust. Wenn man zum Beispiel so ganz enge Stopps nimmt, ist klar, weil dann kommt man einfach gar nicht in den Trend rein, man wird die ganze Zeit ausgestoppt. Also am besten über 20% der Aktie Raum lassen und wenn man die 20% Verlust nicht ertragen kann, dann lieber am Anfang geringere Positionsgrößen und die dann dafür durchhalten. Das ist besser als zu hohe Positionsgrößen und zu enge Stopps. Wie lange wirkt eigentlich Momentum? Also wenn wir jetzt so eine Aktie gefunden haben, die zum Beispiel 6 Monate gestiegen ist, wie lange wirkt dann das Momentum? Das hat Kirkpatrick untersucht. Der hat 8000 US-Aktien untersucht im Zeitraum 1982 bis 2008. Obwohl es jetzt 18 Jahre her ist, ist es sicher immer noch gültig. 16 Jahre, Entschuldigung. Ist es bestimmt immer noch gültig für heute? Also, wenn die Aktie 6 Monate gestiegen ist, dann ist sie 3 Monate später, sind immer noch die Gewinner hier oben. Und die Verlierer hier unten, also die Gewinner sind immer noch die Gewinner, die Verlierer die Verlierer. Der Slope, also die Steigung ist hier 0,3. Das heißt, es ist relativ stark zum Vergleich, nämlich hier nach 6 Monaten sind immer noch die Gewinner vorne und die Verlierer hinten, aber die Steigung ist nur noch 0,07. Vorher 0,3, also der Effekt ist 4-mal schwächer. Also die ersten 3 Monate ist noch gut, nach 6 Monaten schon fast nicht mehr. Und nach 12 Monaten ist Ende. Da sind dann, ist es einfach nur statistisches Rauschen. Im Endeffekt, was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass eine Aktie nicht länger als 3 Monate steigen kann, aber es bedeutet, dass man immer mal wieder drauf schauen muss. Also man muss, im Prinzip, ich schaue jeden Tag drauf für meine Abonnenten vom Feierabenddepot, aber wenn sie selber Aktien haben, alle paar Wochen reicht oder 1, 2 Monate. Abstände sind auch okay, aber sie müssen immer mal wieder drauf schauen, weil sonst sind irgendwann mal die Trends zu Ende, die Aktie dreht um und es sind andere Aktien besser und dann müsste man die rauswerfen, weil nur die ersten paar Monate hat man da so einen statistischen Vorteil. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Physik, wenn man so ein Auto anschubst, zum Beispiel, so ein Spielzeugauto, so weit wie man das anschubst, so weit kann es hinterher rollen, ja, weil über die Reibung stoppt es ab und das kann einfach nicht beliebig weit rollen. Wenn ich 6 Monate einen Trend habe, warum soll er dann nachher über 3 Jahre anhalten? Kann passieren, aber statistisch muss man immer wieder nachschauen. So, das war erstmal so ein paar Parameter für Momentum. Und jetzt ist wichtig, es gibt noch einen zweiten Faktor, den ich auch in meinen Strategien benutze, und das ist die kleinen Schwankungen. Also ein Trend ist gut, aber noch besser ist, wenn der Trend schön sehr schön stetig abläuft und nicht so mit riesigen Schwankungen. Und dazu gibt es zwei Arbeiten. Einmal dieses Buch, wieder von Pim van Vliet, wo diese Kurve da draus ist. Komme ich gleich drauf. Und dann zum anderen von zwei deutschen Vermögensverwaltern. Die haben so einen den VTAD Award 2019 gewonnen. Momentum versus Volatilität. Und im Endeffekt haben sie gefunden, dass Aktien, die steigen, aber gleichzeitig weniger schwanken, besser sind als Aktien, die einfach nur steigen. Und das Gleiche sagt auch dieses Buch.
Und das Buch habe ich für Sie zusammengefasst, weil das eines von der Sorte Bücher, man kann das lesen, aber im Prinzip reicht diese eine Seite. Und auf dieser einen Seite steht, oben sind die Aktien, die gestiegen sind mit niedrigen Schwankungen. Wir sehen richtig schön, wie die Gewinne, Gewinne, Gewinne machen seit 1929. Hier war dieser Crash, dieser legendäre 1929er Crash. Damals sind die Notenbanken nicht zu Hilfe gekommen und das hat bis 1933 gedauert, bis die eingesprungen sind. Da ist ja ziemlich viel auf der Welt gebrochen, zum Beispiel. War nicht ohne Grund auch die Phase, wo die danach zum Beispiel den Goldstandard eingeführt haben, wo bei uns die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind und, und. Aber es ist eine andere Geschichte. Hier unten sind die Aktien, die mit hoher Volatilität, und wir sehen, die niedrig volatilen schlagen die, und es sieht so aus, als wäre der Unterschied nicht so groß. Aber hier ist eine logarithmische Skala, das heißt immer ein Faktor 10 dazwischen. Sie sehen ja 10.000, 100.000, und das ist noch mehr als 10, das ist ein Faktor 18, das steht da unten. Also niedrige Schwankungen lohnen sich. Wenn wir die beiden Faktoren, also hoher Trend, niedrige Schwankungen, in eine Strategie einbauen, hier nochmal zur Zusammenfassung. Also wir nehmen die beiden Faktoren, hohes Momentum und niedrige Schwankungen und bauen damit eine Strategie. Dann finden wir solche Werte wie zum Beispiel Meta. Die kamen hier am 12. November ins Feierabenddepot, weil die hier circa 10 Monate einen schönen Aufwärtstrend hatte und weil sie relativ niedrige Schwankungen hatte. Und dann ist sie stärker gestiegen und jetzt ist sie ja letzten Freitag ist sie hier um 20% gestiegen an einem Tag und das war der höchste Börsenzuwachs von der Marktkapitalisierung in der Geschichte überhaupt. Ich glaube, die hat 200 Milliarden an Börsenwert dazugewonnen an einem Tag. Mal als Vergleich, Deutschland hat 2 Billionen Schulden. Das heißt, Meta hat an einem Tag 200 Milliarden an Börsenwert gewonnen, also 10-mal diese Aktion und dann wären unsere Schulden weg. Wenn man sich das mal vorstellt, wie mächtig groß diese Hightech-Firmen sind. Aber jetzt zurück zu der Strategie. Also hier sehen wir, jetzt wäre es kein Kaufsignal mehr im Moment. Weil die Volatilität, die Standardabweichung jetzt hier schon zu hoch wäre. General Electric wurde hier gekauft am 18. Mai, weil es einfach auch einen ganz schönen langen Aufwärtstrend hatte und auch die Schwankungen, aber man sieht es auch, das hat einen richtig schönen Trend und die ist jetzt immer auch höher noch gegangen. Eli Lilly wurde hier im Dezember gekauft, auch wieder das gleiche, 10-monatige Trend und eine tiefe Volatilität und wir schauen mal, die sitzt. Hier war ja, wo der Einstieg, das ist jetzt nicht so wichtig, ob das da war oder da. Das geht immer nach der Liste, wann wieder irgendeine Aktie rausfliegt aus den oberen, dann muss ja wieder Platz geschaffen werden für den neuen. Und dann gab es hier diesen Einstieg. Und das hat so ein bisschen gedauert und irgendwann mal ist sie dann gestiegen. Ich glaube, jetzt ist sie sogar noch ein Tick höher. So, das waren so ein paar Beispiele. Und die Ausstiege von der Strategie, die funktionieren so. Also wir haben hier zum Beispiel bei dieser Momentum-Strategie 5 im Depot. Ganz am Anfang kauft man die Top 5, aber mit der Zeit bleiben die ja nicht in den Top 5. Dann verkauft man die aber nicht, wenn die auf 6 fällt, weil sonst gäbe es die ganze Zeit den Reihen raus, weil die Aktien, es gibt ja immer wieder verschiedene Aktien, die in den letzten 10 Monaten stark sind oder stärker. Und deswegen schmeißt man die erst raus, wenn die irgendwo auf Platz 50 oder irgendwo was fallen. Und sobald dann eine rausfliegt, dann nimmt man halt wieder von oben her neue. Und wenn es keine neuen Signale gibt, dann kriegen meine Abonnenten trotzdem immer so eine Liste von den Top 15 und könnten sich auch andere Aktien dort rausnehmen. Und wenn man das systematisch macht, also jeden Tag schalte ich den Rechner an, gucke, welche da rausfliegen. Der Kunde muss nichts machen, der Kunde kriegt dann einfach eine E-Mail. Alle paar Wochen fliegt da halt so eine Aktie raus. 22 Trades pro Jahr, das heißt 2 pro Monat ungefähr. Typische Haltedauer sind 70 Tage. Und dann kommt die Strategie auf 23% pro Jahr. Man muss aber ein bisschen relativieren. Viel von den 23% war diese Extremphase hier.
1997 bis 2000 und auch hier diese Corona-Phase 2020, 2021. Und seit dem Jahr 2000 war es 16% pro Jahr. Das ist eher so eine realistische Zahl. Und wir sehen im Moment, also letztes Jahr, 27% war sehr schön. Und vor allen Dingen vorletztes Jahr, da haben wir wenig verloren, weil es gab hier am Anfang Verluste. Und dann war die Strategie aber hier die ganze Zeit aus dem Markt. Genau. Und letztes Jahr war ein gutes Jahr und dieses Jahr ist ja auch schon wieder 10% vorne. Und dazu gibt es ein Sonderangebot. Ich glaube, das teilte Dominik in dem Chat. Genau, habe ich gecheckt, Ja. ich habe es geteilt, ich Danke. pack's direkt gleich nochmal rein. Ja. Vielleicht erlaubst du dann in dem Zuge direkt mal eine Frage vom Jörn. Und zwar fragt der Jörn, was ist denn mit den Earnings? Aktien halten, ich weiß ja nicht, was kommt. Also sind Earnings überhaupt eine Sache oder sagst du, nee, einfach so wie ich es mitgekriegt habe, einfach der Strategie blind folgen. Und Earnings sind egal, denke ich mal, oder liege ich da falsch? Richtig, die sind egal. Wir haben ja gesehen, zum Beispiel bei Meta, die Aktie war im Feierabenddepot, dann kamen die Earnings und dann war es richtig gut. Andererseits hatten wir letztens eine Aktie drin, GEN, GEN, und da kamen auch Earnings und dann ist die Aktie erstmal direkt 17% gefallen, war halt dann noch nicht am Stop-Loss zum Glück und ist jetzt immer noch mit 11% im Minus. Man muss halt das Ganze betrachten in einem kompletten Money-Management-Schema. Also wir haben dann 15 Aktien und da muss man dann schon sehen, wenn man die Earnings weglassen würde, ich glaube, dann würde man sich sogar beschneiden, weil man hat gesehen, was die letzten Wochen, Monate eigentlich los war, gerade mit diesen künstlichen Intelligenz-Aktien. Das waren ja meistens gerade die Earnings, wo die nach oben ausgebrochen sind. Und meistens gerade so Aktien, die hier gefunden werden, die steigen ja immer so ein bisschen, bisschen, bisschen. Und wenn die schon so am Steigen sind, dann liegt quasi, manche Marktteilnehmer wissen da ja mehr als andere. Momentum ist halt ziemlich gut da drin, das zu antizipieren, ohne dass man es kennt. Und wenn dann die Bombe platzt, dann geht es entweder hoch oder es geht manchmal auch runter, aber in der Mehrzahl der Fälle geht es eher hoch. Und bei den Strategien werden die Earnings bewusst nicht weggelassen, sondern sind eher sogar zu begrüßen. Aber die Strategie, die schaut nicht nach Earnings, die schaut einfach nur nach den Kursen, wie die sich entwickeln, dass die Aktien steigen unter niedrigen Schwankungen. Der Gregor und der Roland, die wollen es ganz genau wissen, was deine Ja, das ist Erfolge da gut. angeht. Und zwar, der Roland fragt nach dem, welchen Volatilitätsindikator verwenden Sie? Ja, ich nehme mal an, den VIX, ne, auf den S&P oder nimmst du doch was anderes? Nee, das sind so ganz gängige. Also man kann den Average True Range nehmen oder einfach die Standard Deviation. Aber die genauen Parameter verrate ich tatsächlich nicht, weil ich forsche auf dem Thema schon seit 25 Jahren ungefähr. Ich habe auch zwei Bücher darüber geschrieben. Und also da bitte ich um Verständnis. Das ist ja mein ganzes Geschäftsmodell im Endeffekt, dass ich jetzt da nicht genau die exakten Parameter teile. Und für meine Feierabenddepot-Kunden, ich glaube, die meisten kennen die eh schon einigermaßen, weil die Frage auch immer wieder kommt. Und natürlich, also wenn Sie es jetzt programmieren wollen, Average True Range oder Standard Deviation, muss man nehmen, weil der VIX ist ja allgemein für den Gesamtmarkt der Volatilitätsindikator. Und wir brauchen ja für die jeweils individuelle Aktie einen Volatilitätsindikator. Aber da kann man ganz gängige einfach nehmen. Das ist jetzt auch kein so ein Stimmt, Experiment. da stand ich A auf den Schlauch und B Kein wirst natürlich nicht Problem. alles teilen. Der Gregor hat eine Frage, ob du da die Währungsschwankungen mit einpreist. Also sind das einfach die Dollarergebnisse von den US-Aktien oder rechnest du das noch einmal um in Euro? Also hier dieses Depot habe ich in Euro geführt und ich habe die letzte Zeit es nicht mehr gehedged gegen die Währung, weil der Euro läuft relativ parallel zum Dollar und das heißt, hier kann es durchaus Währungsschwankungen haben, aber ich finde hier besser, das einfach das Reale zu zeigen als irgendwelche Backtests, ja, weil das ist halt wirklich gehandelt und genau.
Dann der Alexander, der hätte wahrscheinlich direkt ein Private Talk hier mit dir. Der hat hier direkt eine spezifische Frage. Und Ja. zwar, hast du mal probiert, Momentum bei Analyst Ratings Änderungen zu testen, eventuell auf Sektorebene statt individuelle Aktien? Also kaufe, welcher Sektor Aktie hat die meisten positiven Analysten-Upgrades? Nee, das habe ich noch nicht getestet. Wir sind hier auch in einem Thema dann drin, fundamentale Backtests. Und ihr könnt mir wirklich glauben, diese rein technischen Backtests, die ich hier durchführe, da habe ich ja zum Beispiel schon allein die Datenkosten 3000 Dollar pro Jahr von dem Datenanbieter Norgate aus den USA. Die müssen alle Aktien enthalten, die in den Indizes drin waren, zu dem jeweiligen Zeitpunkt, wo ich die Tests mache. Und wenn man jetzt zum Beispiel sowas backtesten möchte, was da gerade der Kunde gefragt hat, das kann man eigentlich da muss man einen Datenanbieter finden, der ja diese ganzen Daten drin vorhält. Und den Datenanbieter, den gibt es einfach nicht so einfach. Beziehungsweise, also, nee, das habe ich noch nicht getestet. Und ich glaube, also selbst diese ganzen Backtest-Gurus da, die diese Bücher geschrieben haben, O'Shaughnessy und so, selbst die haben nicht solche Tests gemacht. Wenn Sie da jemanden finden, der das gemacht hat, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben, können wir da die Diskussion noch weiterführen. Alles klar. Ja, dann mach mal ruhig weiter. Die Okay. Fragen sind erstmal geklärt. Alles klar. Zu dem Feierabenddepot wollte ich nur noch mal kurz vorstellen, was da eigentlich alles drin enthalten ist. Also wir machen jeden Monat ein Meeting, wo jeder Kunde alle Fragen stellen kann. Also ähnlich wie heute, nur halt noch genauer, wie ich darauf eingehe, auf die ganzen Positionen. Und jeden Sonntag gibt es auch hier so einen Börsenbrief, der dann so aussieht, wo ich dann zum Beispiel solche Sachen diskutiere, das, was ich vorher gesagt habe. Größte Eintagesgewinne oder zum Beispiel das im Moment, wie viel Gier ist im Markt oder zum Beispiel sehen wir hier ein S&P 500 gegen den chinesischen Markt oder weltweite Schulden in US-Dollar, wo ich immer so einen kleinen Marktausblick noch bringe und natürlich immer die aktuellen Aktien. Und im Moment können Sie es jetzt halt gerade mal testen für 1 Euro und dann die Folgemonate 39 statt 49 und Sie können sie jeden Monat kündigen, das wollte ich noch sagen, genau. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil, zu den Optionen. So, jetzt machen wir die Kamera aus. Okay. So. Also diese Strategien, die sind ein bisschen komplizierter, weil es geht halt um Optionen und da gibt es erstmal einen eigenen Disclaimer bei Optionen. Wenn wir Optionen verkaufen, dann sind wir ja Stillhalter und das heißt, man kann da mehr Geld verlieren, als man Kapital auf dem Konto hat. Das heißt, wenn man mit Optionen handelt, dann sollte man sich ganz genau auskennen. Ich gehe aber nochmal zurück hierher. Aber ich habe hier so einen Optionskurs, also zum ersten Mal, ich fange mal hier an mit meinem Depot. Das handle ich bei CapTrader, da bin ich jetzt bei 54.000 Euro. Und ich habe angefangen im Mai 2022, also noch weniger als 2 Jahre, mit 30.000 Euro. Und diese Methode, die ich hier handle, die teile ich in dem Videokurs und Sie können mit CapTrader das umsetzen. Das heißt, dieses Layout, so wie das hier aussieht, das heißt, all solche Sachen, Cushion oder Maintenance Margin oder hier jede Spalte oder alles, was ich hier angelegt habe, bekommen Sie dann übermittelt. Das kann man nämlich einfach so machen. Mit Layout Settings kann man hier speichern und dann kann ich Ihnen diese Layout Settings schicken und dann haben Sie ganz genau das gleiche Layout wie ich. Und dann ist es noch besser bei CapTrader. Hier handle ich real. Aber man kann bei CapTrader auch im Paper-Trading-Modus traden. Und also ich weiß gar nicht, wie viele Optionskurse da es gibt und wie viele Broker, die das anbieten.
Und CapTrader bietet es wirklich wunderbar an, dass man da quasi ohne Risiko handeln kann. Jetzt zeige ich Ihnen wirklich erstmal, wie die ganze Strategie gelaufen ist, also die aktuelle Performance. Und wie gesagt, um das zu lernen, ist es so, dass Sie das wirklich erstmal im Paper-Trading-Modus machen können. Also Sie müssen nicht direkt diese hohen Risiken eingehen, sondern Sie lernen erstmal die Strategien und handeln die ganze Zeit einfach auch nur auf dem Paper-Account. Das habe ich jetzt zum Beispiel meinem Sohn gerade beigebracht. Der ist 23, der studiert Medizintechnik. Eigentlich hat er gar nicht so viel Zeit, aber da habe ich ihm gesagt, probier doch mal meinen Videokurs. Der hat jetzt gehandelt im Paper-Trading-Modus und jetzt ist er irgendwann mal so weit, dass er dann anfangen kann, live das umzusetzen. Natürlich hat er hier natürlich auch durch mich Unterstützung. Aber das ist wirklich super bei CapTrader, dass sowas geht, dass man das wirklich einfach mal monatelang, so lange, bis man sich sicher fühlt, einfach probieren kann. Und die Strategien, das sind einfach zwei Strategien, die zeige ich gleich. Die haben ganz klare Regeln. Also es gibt viele Anbieter von Optionsstrategien und ich weiß nicht, inwieweit Sie denen folgen. Das hört sich immer alles plausibel an, aber viele geben wirklich die Regeln nicht so klar rüber, dass man sie wirklich umsetzen kann. Und ich gebe wirklich hier ganz genau so Checklisten von den Strategien, dass man es genau eins zu eins umsetzen kann. Und ich habe auch Backtests dazu, zu den Optionsstrategien, die die Parameter unterstreichen. Okay, jetzt sind wir hier. Und jetzt wollte ich Ihnen einfach mal zwei gute Bücher noch mit an die Hand geben. Die sind ganz gut als Ergänzung zu meinen Strategien. Also wenn man zuerst den Videokurs macht, dann versteht man die Bücher noch besser. Wenn man einfach die Bücher liest, dann hat man schon mal sein Verständnis, wie Optionsstrategien funktionieren. Aber es fehlen diesen Büchern halt die konkreten Strategien. Also welche Puts verkaufe ich jetzt auf welche Aktien und so weiter und wann mache ich das am besten? Aber das sind trotzdem gute Bücher, um das zu lernen. Ein Kunde von mir hat gesagt, die englische Version ist besser von der Julia Spina, da gehe ich mit. Aber immerhin, es gibt das Buch auf Deutsch seit kurzem wirklich, glaube ich, seit einem halben Jahr oder so. Und das deutsche Buch ist auch wirklich gut. Und dann gibt es noch ein zweites Buch hier, Trade Options with an Edge. Da kann man eigentlich so 8 Seiten draus nehmen und hat auch eine schöne Zusammenfassung. Aber dieses Buch, wer jetzt Anfänger ist und nicht gerade so einen ganzen Optionsvideokurs kaufen will, kann erstmal da anfangen, sich da reinzulesen. Und ich habe jetzt mal ein paar Seiten aus den Büchern kopiert, hier von dem Dr. Russell Richards. Drei wichtige Faktoren für den Optionshandel. Das erste ist Liquidität. Da sind wir wieder bei CapTrader. Wir haben US-Aktien mit hoher Liquidität und nehmen da zum Beispiel hauptsächlich Werte aus dem Nasdaq 100 oder S&P 500, die ausreichend liquide sind. Das ist sehr wichtig. Da denkt man am Anfang nicht dran, aber in der Realität ist das sehr wichtig, dass man eine hohe Liquidität hat, um dann gute Kurse zu bekommen. Dann unser größter Vorteil. Wir profitieren über den Zeitverfall, weil wir verkaufen die Optionen. Das heißt, wir sind wie so ein Versicherer. Auf der anderen Seite sind Trader, die haben zum Beispiel Aktien im Depot und die kaufen Puts, um ihre Aktiendepots abzusichern. Und wir verkaufen denen diese Puts. Wichtig, wichtig, das sind Puts, also Put-Optionen und nicht Put-Optionsscheine, weil wir handeln mit CapTrader direkt an der Börse. Und der dritte Faktor, das ist die implizite Volatilität. Also wenn die Aktien oder auch die Indizes hohe Volatilität haben, das kann man sich so ähnlich vorstellen, wie wenn man zum Beispiel ein Versicherer ist und wenn jemand eine Altersgruppe viele Unfälle baut, zum Beispiel junge Fahrer, dann müssen die höhere Versicherungsprämien bezahlen. Und wir leben ja von den Prämien. Das heißt, wenn die Schwankungen hoch sind, wenn der Markt Angst hat, dann verdienen wir mehr Geld und statistisch betrachtet ist die Angst meistens unberechtigt und sie geht wieder zurück. Und vor allen Dingen ist es besser, in Phasen von so hoher Volatilität
unsere Geschäfte zu machen, weil das Allerschlimmste ist, wenn der Markt ganz, ganz ruhig ist, wir bekommen wenig Prämie und dann explodiert der Markt, weil, und von der Wahrscheinlichkeit ist es genauso häufig oder sogar noch häufiger, wenn alles ruhig ist, die Ruhe vor dem Sturm, als direkt in den Sturm reinzugehen. So, jetzt noch ein paar Seiten aus dem Buch von der Julia Spina. Also gute Parameter sind wichtig, zum Beispiel einfach mal so ein Beispiel, was da drin steht, was auch in meinen Strategien drin sind, dass man Trades so ungefähr, wenn man so 60, 70 Tage Restlaufzeit die Optionen schreibt, dass man die nach 30 Tagen wieder schließt. Also wir halten die nicht bis zum Schluss und das kann man statistisch untermauern, dass das was bringt und deswegen habe ich das zum Beispiel drin. Also einen Parameter. Dann natürlich ganz, ganz wichtig, die Positionsgrößen sind wichtig, weil das ist das Einzige, was man beim Kauf steuern kann. Wenn man da überhebelt hat und dann laufen die Märkte gegen einen, dann ist es bei Optionen natürlich noch wichtiger als bei Aktien, dass man da halt das vernünftig aufgebaut hat. Und wir schauen einmal auf ein paar aktuelle Positionen. Das ist der Das Depot von heute, was ich auch gerade gezeigt habe, ist allerdings ein Screenshot von 15:25 Uhr, also kurz bevor die US-Märkte aufgemacht haben. Darum fehlen da auch noch die Preise. Aber wir sehen, im Moment habe ich drei Short Puts laufen, also auf die Aktie AMD, CrowdStrike und Snow habe ich jeweils einen Put verkauft. Und das ist die Strategie Nummer eins, also einfach Puts verkaufen. Aber nicht einfach irgendwelche, sondern wir suchen ganz bestimmte Aktien mit bestimmten Laufzeiten und hauptsächlich, die eine hohe implizite Vola-Gerade haben. Und die zweite Strategie sind Short Strangles. Also es ist genau gleich wie die Short Puts, nur jetzt auf Indizes, zum Beispiel auf den Russell 2000 und auf Rohöl. Aber hier verkaufen wir einen Put und wir verkaufen auch einen Call gleichzeitig. Das heißt, das ist dann symmetrisch aufgebaut und wir gewinnen auch nach oben. Also wenn die Märkte im Endeffekt einigermaßen seitwärts laufen, gewinnen wir. Während bei den Puts, bei den Aktien gewinnen wir, wenn die steigen, wenn die seitwärts laufen oder leicht fallen. Warum gehen wir bei den Indizes auf beide Seiten, aber bei den Aktien nur auf die Short-Seite? Liegt daran, weil Aktien können nach oben sehr stark explodieren. Also wir haben es ja ein paar Mal erlebt, zum Beispiel Meta mit den 20% plus oder auch Nvidia oder es gab mal die Volkswagen-Aktie vor 10 Jahren. Da war diese Geschichte mit Porsche, mit der Übernahme und dann ist die Aktie explodiert. Wenn man dann einen Call verkauft hat, dann war man extrem im Risiko und da sind Leute wirklich pleite gegangen. Und damit das nicht passiert, machen wir sowas nur mit den Indizes, weil Indizes, der Russell, der ist mal im November oder so, mal auch mal 6 oder 8% an einem Tag gestiegen, aber das ist sehr, sehr selten. Und so Indizes, die steigen nicht um 20% für einzelne Aktien oder sogar um 100%. Deswegen kann man das bei den Indizes machen und bei den Aktien nicht. Und auf die Short-Seite können die theoretisch auf Null fallen, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil das hochliquide Werte sind und wir haben ja unsere Stops und unsere Kursziele aus der Statistik festgelegt. Also Strategie 1, wir verkaufen Puts, verkaufen Versicherungen. Es muss sich lohnen, also die Aktienauswahl ist wichtig. Ich habe jetzt mal das Beispiel CrowdStrike und wir sehen, warum ich diese genommen habe für meinen Short Put. Der hat erstens einen schönen Aufwärtstrend und wir wissen ja von der Momentumstrategie, Trends setzen sich meistens fort. Wenn sich der Trend fortsetzt, dann zerfällt dieser Put einfach wertlos und ich habe die Prämie kassiert. Aber viele glauben, wenn Aktien stark steigen, dann fallen sie auch wieder stark. Und die Statistik zeigt, dass es häufiger mal einfach in so einer Seitwärtsphase endet. Und dann kassieren wir auch die Prämie. Das Einzige, was schlecht ist, wenn die Aktie jetzt massiv fällt, dann müssen wir sie halt mit einem Verlust verkaufen. Wir haben hier so einen Stopp von 200%. Und wir sehen, dadurch, dass jetzt die Volatilität gestiegen ist, wenn jetzt hier die Option zum Beispiel
$3 gekostet hätte, dann kostet es jetzt schon 5,5, weil die Vola ist von 30% auf 55% gestiegen. Das heißt, wir kriegen jetzt gerade doppelt so viel Prämie, als wenn wir das hier gemacht hätten. Und deswegen lohnt sich das von der Prämie her. Also die erste Strategie waren einfach Short Puts und die zweite Strategie sind Short Strangles, wo wir also einen Put und einen Call verkaufen. Und warum habe ich jetzt den Russell genommen? Da sehen wir hier den Volatilitätsindex auf den Russell 2000 und wir sehen, dass die Volatilität im Moment höher ist als so der Durchschnitt. Übrigens, hier war die Bankenkrise letztes Jahr, da war es extrem hoch. Und wenn wir in eine hohe Vola reinschreiben, dann bekommen wir noch mehr Prämie und deswegen lohnt sich das jetzt bei dem Russell zu machen und beim S&P 500 übrigens nicht, weil der VIX ist relativ tief. Und beim Rohöl sehen wir, wir haben hier auch noch eine relativ hohe Vola verglichen zum letzten Sommer und die Vola fällt, das heißt, die Prämien schmelzen auch gerade dahin. Und wenn einfach der Ölmarkt so weiter seitwärts geht, dann verdienen wir auch Geld. Das heißt, die Statistik ist auf unserer Seite. Zu diesen Optionen habe ich einen Videokurs und ich mache auch ein Seminar am 31. Mai. Und da gibt es noch einige Plätze. Da gehe ich auf diese Themen ein. Das kostet 850 Euro von. Das wird den ganzen Tag stattfinden. Insbesondere geht es da um ziemlich viel Praxis. Also mit CapTrader werden wir arbeiten an ihren PCs. Und das sind die ganzen Themen. Anmeldung bitte per Mail. Aber wenn Sie nicht so lange warten möchten, gibt es vor allen Dingen den Videokurs. Und da gehe ich jetzt nochmal kurz drauf ein. Der kostet normalerweise 790 Euro. Aber jetzt habe ich ein Angebot für eine Woche für 590 Euro, wenn Sie hier auf die Seite gehen. Der Dominik teilt es gleich. Und dann den Gutscheincode CapTrader hier eingeben. Dann bekommen Sie 200 Euro Rabatt. Und wie ist dieser Kurs aufgebaut? Die beiden Strategien, die zeige ich hier direkt. Und das heißt, wenn Sie schon erfahren sind, können Sie einfach direkt die Strategien lernen und die ganzen Parameter. Und wenn Sie eher Neuling sind, dann bekommen Sie hier die ganzen Grundlagen gezeigt für den Optionshandel. Und vor allen Dingen, die Handelsplattform wird erklärt. Also, Handelsplattform ist CapTrader und dafür gibt es einen Masterfile. Das bekommen Sie dann hier. Können Sie hochladen, dass Sie quasi ganz genau die Oberfläche so aussieht wie hier. Und dann erkläre ich Ihnen, wie Sie alles im Paper Trading Modus einrichten können. Optionen üben, verstehen im Paper Trading Modus. Wie Sie die Order eingeben, was sind gute Handelszeiten. Dann kommen die ganzen Grundlagen, also wirklich die Basics. Was ist ein Put, was ist ein Call? Warum nehmen wir nur Puts und keine Calls? Optionen aus dem Geld, im Geld, die ganzen Grundbegriffe. Wie gewinnen wir über den Zeitwertverfall? Die Volatilitätsindizes, alles wird erklärt. Das Delta zur Steuerung der Trades, Money Management, Risikomanagement und solche Sachen. Und dann kommen die wichtigsten Strategien. Die sind dann erklärt, Parameter für Parameter. Und begleitend zu dem Optionskurs gibt es noch drei Webinare. Und die sind auch alle hier abgelegt. Es gab jetzt schon zwei, aber ich werde immer wieder neue machen für die neuen Kunden, dass sie drei Webinare haben, da können Sie alle Fragen stellen. Also gab es schon das erste am 30. Oktober, das zweite am 22. Januar. Und dann gibt es hier natürlich auch noch so einen ganz, ganz großen Hilfebereich, zum Beispiel die Option auf Rohstoffe, was da für Regeln gibt und all solche Sachen. Genau, und jetzt warte ich mal auf Ihre Fragen zu den Optionen. Ja, dann mache ich mal das Fragenfeld, mache ich mal auf. Am Okay. Anfang ist mir das ja übel aufgestoßen, dass du Silber so schlecht gemacht hast. Nee, ich habe Aber das nicht schlecht gemacht. Rohstoff. Ich mache in meinem YouTube-Kanal ganz, ganz viel, ganz, ganz viele Videos zu Silber und Gold. Und ich habe auch selber übrigens physisches Silber gekauft vor 2 Jahren. Und ich bin langfristig sehr optimistisch.
weil wir von der Inflation her und von allem ist es ein sehr gutes Mittel zum Werterhalt. Und wenn wir mal 10, 20 Jahre schauen, bin ich mir sicher, dass es Silber höher steht. Aber hier geht es ja darum, quasi, wie verdienen wir Geld in 6 Monaten und in 12 Monaten. Und Silber dümpelt halt einfach seitwärts. Und wenn jetzt zum Beispiel die Zinsen nicht runterkommen, jetzt sehen wir gerade, der Arbeitsmarkt war stark, die Zinsen bleiben oben, dann drückt es weiter noch auf das Silber und auf das Gold und es hat einfach im Moment noch nicht das Momentum, noch nicht. Also vielleicht kommt es demnächst bald und dann werde ich da auch wieder positiver sein, aber ich halte es einfach vom Timing jetzt noch ein bisschen verfrüht. Der Martin ist schon länger im Geschäft. Der hat eine Frage. Hallo zusammen. Ist das Hallo. Stillhaltergeschäft gerade in Mode gekommen? Vor circa 22 Jahren hat man das nicht so offensiv bei Optionsseminaren angeboten oder vorgestellt. Mensch, Herr Martin, was sagst du, Urban? Also ich sag mal, Stillhaltergeschäft ist halt eine gute Ergänzung, ne? Man muss ja nicht, selbst wenn man das nur nebenbei macht, irgendeine Aktie, die einem gefällt oder weil wir jetzt gerade so gesprochen haben, GDXJ, da schaue ich immer gerne drauf. So Ja, Junior Mining genau. Werte. Und dann denke ich mir, mein Gott, kaufen tue ich das jetzt nicht, aber ich verkaufe einen Put drunter. Und wenn das tatsächlich fällt, für den Preis nehme ich es. Und die paar Kröten nehme ich immer gerne mit. Was sagst du denn dazu, Genau. zu Martin? Ja, ich stimme dir weitgehend zu. Also, das ist einfach wenig korreliert, wenn wir hier zum Beispiel S&P 500 sehen. 2022 ist er ja so stark gefallen, 2023 wieder gestiegen. Und das Optionsdepot 2022, 2023 ist die ganze Zeit jetzt gestiegen. Das heißt, mit den Optionsstrategien habe ich halt wenig Korrelation zu den Aktien. Und deswegen finde ich es halt eine gute Ergänzung, wenn man zum Beispiel so ein Feierabenddepot hat mit den Aktien oder einfach ein fundamentales Depot mit Rohstoffaktien, Uran, Silber, was weiß ich was. Und dann hat man einfach hier eine geringe Korrelation. Und es ist einfach, die Optionen haben den Vorteil, dass sie einfach in 90% der Fälle gewinnt man. Und man muss einfach nur diese Verluste, die dann teilweise größer sind, das sind dann wirklich diese Einschläge hier, ja, die muss man dann einfach mit dem Kapital, mit dem vernünftigen Management so aushalten und dann geht es einfach wieder höher, wenn man das ganz klar umsetzt. Und ich glaube, die Optionen, die sind mehr in das Bewusstsein gekommen, der Trader, weil sich auch mehr Leute fortbilden und sich damit beschäftigen. Und es gab auch vor 20 Jahren schon Optionen und es gab auch schon Optionskurse, aber das waren halt immer die Profis, die sich damit beschäftigt haben, die da das Geld verdient haben. Und vielleicht kam das noch nicht so viel an die Öffentlichkeit, aber also die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand, diese niedrige Korrelation und weil es halt einfach funktioniert. Aber man muss es halt lernen. Es ist kein Selbstläufer wie nix an der Börse. Man muss wissen, was man dabei tut. Ja, stimmt, das ist ein fairer Hinweis, weil früher war das ein reines Profi-Werkzeug und da kam man als Privatanleger gar nicht in die Verlegenheit, irgendwie Puts zu verkaufen oder ähnliches. Zumal die Ordergebühren vor 22 Jahren, die müssen ja auch enorm gewesen sein. Also von Richtig, ich daher erinnere aber. mich noch an die Broker von früher. Ich weiß noch, weil da war Main Financial, da war ich bei so einem Broker in Bad Homburg. Direkt AG, kennen Sie die zufällig? Konservativ Konzept und dann gab es Main Financial und die haben irgendwie so 70 Dollar Commissions pro Trade. Und dann Ja. habe ich immer mal Interactive Brokers gesehen und das ist ja im Endeffekt heute Cap Trader. Und die waren so unglaublich viel günstiger und auch von den Kontoauszügen von allem besser und das. Also im Endeffekt bin ich jetzt ja schon, wenn man so sieht, 25 Jahre bei Cap Trader oder Der bei dem Vorläufer. Oliver hat eine Frage und zwar eigentlich der will auf Nummer sicher gehen. Dein Angebot mit dem einem Euro, das Ja. kann er für den ersten Monat, das ist normal zu kündigen, nehme ich mal an, ne? Ja, also du kannst wirklich jetzt für 1 Euro bestellen und gleich wieder kündigen. Finde ich jetzt zwar nicht toll, aber das ist einfach in dem Angebot mit drin. Dann hast du das mal gesehen und wenn es was für das ist, dann für dich ist, dann kommst du ja vielleicht später mal wieder drauf zurück oder du bleibst dabei. Aber du kannst es einfach bestellen und auch direkt wieder kündigen, genau.
Und ansonsten verlängert sich's immer einen Monat nur. Und du kannst auch im zweiten und dritten Monat kündigen. Im zweiten Monat ist dann 39 statt 49 und es bleibt auch immer 39. Während wenn man es jetzt außerhalb von diesem Angebot, kommt man nur für 49 rein. Also ich mache das immer so alle paar Monate mal so eine Aktion wie heute mit CapTrader, wo man dann halt für 1 € oder dann, und dann für 39 reinkommt. Der Alexander hat eine Frage. So getrennte Depots sind aber nicht kapitaleffizient oder für die hinterlegte Margin zahle ich und so und so fort. Ja, da hat er recht, denke ich mal, der Alexander. Ne? Also ich sag mal, wenn man ein kleineres Depot hat und nicht eine saubere Trennung haben möchte, ja, dann würde ich wahrscheinlich auch ein Depot zu raten. Was sagst du? Aber es gibt halt immer Leute, die wollen eine saubere Trennung haben. Ich Aber bin das komplett, ja, ich bin komplett ein Freund von einer sauberen Trennung. Und je länger ich in dem Geschäft bin, umso mehr liebe ich diese Trennung, weil ich schalte hier die Plattform an und es sind jetzt schon 6 Positionen, aber ich weiß jetzt ganz genau, was ich hier tue. Und wenn ich dann ins Feierabenddepot gehe, dann sind es 15 Aktien. Und da weiß ich auch ganz genau, was ich tue. Und es läuft einfach. Und wenn ich die jetzt alle gleichzeitig hier drin hätte, dann kann ich auch die Parameter nicht mehr so genau schauen. Ich will ja gucken, ich will jetzt zum Beispiel dieses Depot steuern über die Margin, dass ich hier nur die Hälfte ungefähr ausgelastet habe, was ich jetzt genau habe. Wenn die Aktien drin sind, dann hätte ich jetzt hier 60% ausgelastet und solche Sachen. Aber also es muss jeder immer selber wissen, wo er sich am wohlsten fühlt. Ich liebe diese Trennung, weil das für mich einfach den kompletten Überblick verschafft und das ist so stressfrei. Während wenn man alles in einen Topf hat, für mich ist Überblick im Leben generell so ein wichtiges Prinzip, also nichts komplizierter zu machen, als es ist. Und da habe ich da lieber an einer Stelle ein bisschen weniger Geld, aber es ist für mich einfach umzusetzen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Prinzip. ja, da bin ich. Dann dürftest du mein Depot nicht sehen. Also ich bin bei dem anderen Camp. Ich will die Hast du nur eine maximale Aktie Marge. drin? So. Ja, vielleicht die richtige. Oder Nee, ganz also viele. nee, ganz, 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 ganz viele. Also bei Ah. mir musst du blättern. Da so Es gibt aber viele geil. Kunden. Ja, im Prinzip müsste es echt mal ausmischen, weil so eine Zahl von 10 bis 20, da hast du einen Überblick. Aber das ist halt so, das hatte ich früher auch mal. Du denkst, du findest noch was Schönes, dann nimmst das dazu und das, aber du kannst später gar nicht mehr wissen, warum du die gekauft hast. Und dann müsstest du dich mal ungefähr von dem Ganzen, also mal hinsetzen, alles durchgucken und eiskalt alle rausschmeißen, nie mehr hinterher gucken, was damit passiert ist, sondern nur noch dann 15 oder 20 drin halten und dich lieber auf die dann fokussieren. Ja, das ist auf jeden Fall ratsam. Aber ich habe nicht nur Depotleichen da drin, das gilt auch. Ich habe Optionen und dann an unterschiedliche Laufzeiten, Okay. unterschiedliche Basispreise und dann hast du auf einen Wert da irgendwie direkt 10 Stück. Ne? Also, Okay. wenn wir bei Ja, Optionen bleiben. wenn du das kannst, kann das auch gut funktionieren. Ja, ich sage nur, ich hab weniger Übersichtlichkeit als du auf jeden Fall, ne? Okay. Aber der Theo Ja. hat eine Fachfrage und zwar fragt er dich, was bringt denn mehr an Rendite, Short Put oder der Strangle? Oh. Ich finde es beides gut. Der Shortput oder der Strangle. Also ich sag mal so, der Strangle war 22. Hier in dieser ganzen Phase hatte ich, glaube ich, 10 Strangles und alle haben geschafft, in den Profit am Ende zu gehen. Und dann war November und das war, also jetzt bin ich ausgelogen. Und dann war November und dieser letzte Drawdown, das war halt gerade, weil der Russell Strangle in den Verlust gegangen ist. Weil da Russell im November extrem gestiegen ist und dann ist die Call-Seite in den Verlust gegangen. Und ich denke, die sind so ähnlich, weil der Short Put, es sind ja hier auch beim Strangle sind es ja auch Short Puts und Short Calls, aber du hast halt beide Seiten. Also das geht hier ein bisschen schneller, weil du beide Seiten hast. Von daher würde ich sogar sagen, wahrscheinlich, dass die Short Strangles etwas mehr bringen. Aber die Puts sind ganz nett, weil du kannst damit gut diversifizieren und etwas mehr auch kleinere Stückelungen machen.
Ja, dann ist das mal ober eine Sache, die du mal in den nächsten 5 Jahren beobachten solltest, und dann kommst du wieder mit den Ergebnissen. Was es bringt Okay. mehr Rendite? Dann haben wir ordentlich diese Datenlage. Der Fabian hat eine Frage, die kann er sich wahrscheinlich auch selbst beantworten, aber er hat sie gestellt. Was halten Sie vom Verkauf von Puts, Shortstrangle auf ETFs, SPY etc.? Ich vermute mal, oder seine Frage ist vollkommen richtig und ich bin derjenige, der auf dem Schlauch steht, aber ich denke mal, Moment, es geht ja um Momentum Aktien und nicht um die Indizes. Oder machst du auch mal SPYs und andere Sektor-ETFs? Naja, schau, hier sind ja der Russell Index und der Rohöl. Das Rohöl ist ja im Endeffekt auch wie so ein Index, das ist ja ein Rohstoff, aber sind ja keine Rohölaktien. Das heißt, darauf gibt es auch den ETF zum Beispiel, beim Russell gibt es den IWM und den kann man auch nehmen für kleinere Konten. Nur hat der gezeigt, dass der auf der Long-Seite nicht ganz so gut ist von der Performance her. Aber ich habe jetzt gerade in den Paper-Trading-Modus meinen Sohn, das war seine Hausaufgabe, der hat jetzt immer den Russell Strangle aufgesetzt mit dem Russell Index, so wie ich hier, der profitablere, aber größere. Und gleichzeitig den IWM, das ist die ETF. Und wir schauen dann mal die Ergebnisse an. Und heute hat er gemeint, er kennt sich jetzt noch nicht so gut aus. Er meinte, dass die IWM ziemlich gleich gelaufen ist oder teilweise sogar besser, zu meiner Überraschung, weil eigentlich ist der Russell, die Indizes sind die, die besser sind, aber mit ETFs funktioniert es auch noch. Aber ETFs sind ja immer die Ableitungen von den Indizes. Und meistens ist meine Erfahrung, dass die, wie gesagt, auch funktionieren, aber immer so ein bisschen schwächer. Ich glaube, der präferierte Grund, weshalb man auf ETFs oder Indizes das macht, ist, dass sie halt nicht so eine große Vola haben. Ganz genau. Die können einem nichts zerreißen, zum Beispiel auf der Long-Seite, nicht so schnell. Außer es passiert mal sowas wie im November, dass der Russell da mal 8% oder so macht, oder der hat, glaube ich, 20% gemacht in ein paar Wochen. Dann So. haben wir eine längere Frage von einem Kunden, und zwar der Heimo. Guten Abend, Herr Jeckle. Ich bin bereits Ihr Kunde und handle sowohl Ihre Aktien als auch den EV11 erfolgreich nach. Okay. Wann beabsichtigen Sie die Optionsstrategie in Verbindung mit der Angabe von Ihren bevorzugten Papieren, Optionen anzubieten? Ich möchte mir gerne die Zeit für die Auswahl entsprechender Papiere sparen. Ich glaube, hier vielen Dank und viele Ja, Grüße. danke für die Frage. Also, wir wollten das ja schon einführen, da gab es ein paar technische Probleme. Und wir arbeiten da dran und ich bin optimistisch, dass es die nächsten Monate spätestens, also ja, die nächsten paar Monate sehr wahrscheinlich im Feierabenddepot kommen wird, dass wir das um die Option erweitern. Wir sind da dran am Arbeiten, aber ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen. Ja, jetzt für Leute wie mich, die nicht aufgepasst haben, was spricht der Kunde danach? Also ich krieg zum gleichen Preis vom Feierabenddepot nicht nur die Aktien, sondern auch deine Optionsstrategien, oder was meint er denn da? Ja, das sind, guck, hier habe ich einen Videokurs, wo ich die Strategien erkläre. Und mit dem Videokurs findet der Kunde aber immer noch selber seine Aktien. Also der Kunde hat jetzt diese AMD CrowdStrike Snow, die habe ich ja jetzt im Depot, in meinem Optionsdepot, die habe ich selber gefunden. Aber die Kunden haben hier andere Werte. Die haben zwar meine Strategien, aber dann gehen die quasi los und suchen sich selber Aktien nach bestimmten Vorgaben. Aber das müssen nicht unbedingt die sein. Trotzdem funktioniert das. Aber was kommen wird, dass ich quasi, so wie beim Feierabenddepot sage ich denen ja quasi aktuelle Position, diese ganzen hier sind drin. Und das sind ja keine Empfehlungen, aber die Strategien schlagen jetzt diese Aktien vor. Und hier werden wir das dann einen Knopf dazu machen, Optionen, in denen ich grob die Strategien erkläre. Nicht so detailliert wie in dem Videokurs, aber grob, wie das funktioniert und wie die Kunden das hier umsetzen können.
Und sie bekommen dann Vorschläge. Das meint der Kunde. Darauf wartet er. Dass quasi, wenn jemand den Optionskurs schon hat, weiß, wie das Ganze funktioniert, im Prinzip, aber er bräuchte noch etwas Sicherheit, also einfach ein paar Vorschläge. Was hat jetzt der Urban da gerade gekauft? So ist das gemeint. Da wird Dann quasi noch die. ein zusätzlicher Service in das Feierabenddepot mit reinkommen. Und Dann die. wahrscheinlich wird dann die Sorry. Bestandskunden den gleichen Preis bekommen, und aber insgesamt wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer, weil ja dann auch Mehrwert reinkommt. Aber das ist noch nicht ganz durch. Die Harriet hat eine Frage zu dem Optionskurs. Und zwar, sie besitzt Grundkenntnisse im Optionshandel. Dann die grundsätzliche Frage, ob, ne, wenn Sie das hinzubucht zum Feierabenddepot, wobei der Optionskurs, sein Optionskurs ist ja Standalone, der hat ja mit dem Feierabenddepot Genau, der ist nicht wirklich Standalone. was zu tun. Sie hat aber eine Frage, also zum einen das Feierabenddepot, Harriet, das können Sie separat buchen, und zum anderen die Frage, so jemand wie Harriet, hat sie denn noch etwas davon, deinen Videokurs zu besuchen? Hast du da Strategien, auf die du eingehst, oder sagst du, die Harriet ist mit ihren Grundkenntnissen im Optionshandel schon gut bedient? Ich habe es jetzt nicht verstanden. Wenn sie Okay, das liegt den wahrscheinlich an mir. Optionshandel schon Also, kann. die hat Also. Grundkenntnisse im Optionshandel, und daher Ja. die Frage, hat es noch einen Mehrwert für sie, deinen Videokurs zu nehmen, oder ist der wirklich nur für Anfänger? Nee, das hat auf jeden Fall einen Mehrwert, weil ich ja hier die zwei Strategien für Fortgeschrittene ganz genau erkläre. Ich erkläre nicht nur, was ein Short Put ist, so wie ich das heute hier gemacht habe, sondern der Kunde kriegt hier ganz genau die Regeln, wie ich die Aktien finde, wie ich einsteige, unter welchen Bedingungen. Und das nicht nur so allgemein gehalten, sondern ich erkläre wirklich im Detail auf der Basis von Backtests, eigenen Erfahrungen und Literatur, welche Parameter hier gut sind. Und ich habe schon Lob bekommen hier wirklich von Profis. Also das richtet sich an die Anfänger mit den Grundlagen, aber die Profis können einfach direkt mit diesen Strategien einsteigen, haben da auch was davon. So, dann kommen ja hier Fragen und Fragen rein. Ich hoffe, du hast noch Ach ein so, bisschen und ich wollte Sitzfleisch. auch sagen, dass ich hier bei dem Optionskurs auch eine Geld-zurück-Garantie auch gesagt habe. Also wenn jemand wirklich den Kurs kauft und dann komplett unzufrieden ist, gebe ich ihm auch das Geld wieder zurück. Ja, jetzt ist die Harriet überzeugt. Du hast noch Sitzfleisch, es gibt noch etliche Fragen. Okay, gerne. Okay, so. Dann, der Gregor hat eine grundsätzliche Frage. Gregor, glaube ich, zweimal. Es gibt zwei Gregors. Okay. Moment, ich muss die richtige Frage von dem richtigen Gregor hier raussuchen. Und zwar, ich finde, ich weiß nicht, ob es Gregor war, aber nee, der Alexander war es. Wie Okay. würden die Strategien in einem fallenden Markt sein? Also Momentum nach unten, Leerverkauf im Feierabenddepot. Was machst du, wenn der Markt jetzt peu à peu runtergeht? Dann steigt die Strategie aus, so wie es 2022 war. Also wenn wir hier mal hergehen und so ist jetzt im Moment der S&P 500 und der wird die ganze Zeit getrackt und wenn der in den fallenden Modus kommt, dann gibt es hier so gleitende Durchschnitte und wenn er da drunter kommt, dann wären keine neue Position mehr aufgebaut, dann ist man einfach flat. Das waren wir 2022 schon und das war ganz gut. Da war halt dann mal eine Zeit lang kein Signal mehr. Die Kunden kriegen trotzdem noch die Momentumlisten, also welche Werte jetzt vorne wären, aber die Strategien sind aus dem Markt. Aber wir haben ja noch zum Beispiel die Strategie IV11, das ist so eine Sektorrotation und im Jahr 2022 war dann der Ölsektor. Der lief ganz gut und der war dann noch investiert in der Strategie IV11. Das ist so eine ETF-Strategie. Die habe ich jetzt heute nicht vorgestellt. Aber die Antwort auf die Frage, wir steigen raus, wenn der Markt in den Bärenmarktmodus fällt. Am Anfang gibt es dann ein bisschen Verluste, weil der erstmal dreht. Und dann gehen wir aber raus. Eine Nachfrage von mir: Wenn der Markt jetzt fällt, 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 du bist dann mittlerweile ausgestiegen, du kriegst dann den Boden, kriegst du nicht mit. Das dauert dann, wie viele Monate, bis du dann wieder einsteigst?
Unterschiedlich. Also, wenn wir hier zum Beispiel schauen, diese 160-Tage-Linie hier, und dann war hier im Oktober der Boden, und dann ist es hier im Januar wieder eingestiegen. Hat halt so 2 Monate, nee, sogar hier. Ja, das hat so ein paar Monate Verzögerung, aber also im Moment sind wir einfach im Markt drin. Also im Moment stellt sich die Frage nicht so. Aber klar, das kann mal so 2, 3 Monate verzögert sein. Das kommt immer drauf an. Also jede Korrektur und jeder Bärmarkt und jede Trendwende ist anders. Die Daisy hat eine Frage, ob die Strategien, die du gerade gezeigt hast in deinem Depot, nur mit dem Russell funktionieren oder auch anderen mit anderen Indizes. Gibt es einen Grund, weshalb du den Russell drin hast oder hättest du auch einen Nasdaq genommen oder einen S&P? Sehr gute Frage. Die Backtests zeigen, dass der Russell der beste Index ist für diese Strangles. Und ich habe dann noch verschiedene Rohstoffmärkte dazugenommen, zum Beispiel Rohöl funktioniert noch ganz gut, aber der S&P 500 und Nasdaq funktioniert weniger gut als der Russell. Und zudem hat im Moment der S&P 500 einfach zu niedrige Vola. Das heißt, das Chance-Risiko-Verhältnis ist nicht so gut. Der Andreas hat eine Frage, und zwar zum Feierabenddepot. Was ist mit der fundamentalen Bewertung der Aktie? Weil nach 6 Monaten Kurssteigerung könnte die Aktie in der Auswahlliste viel zu teuer sein, wird sowas wie Aktienfinder verwendet, um überbewertete Aktien rauszufiltern. Aber ich sage mal, Andreas hat da am Anfang nicht aufgepasst. Urban, korrigiere mich. Ist ja egal, ob die überbewertet ist. Wenn die Momentum hat und gut läuft, dann nimmst du sie trotzdem, oder? Jein. Also das Universum, was ich habe mit den 1500 Aktien, das ist so gefiltert, dass da so absolute halsbrecherische Aktien, wenn wir jetzt damals an den neuen Markt zurückdenken, dass die halt nicht drin sind. Das heißt, die Aktien, die im Universum drin sind, die sollten zumindest Gewinne machen. Aber natürlich, wenn es zum Beispiel so eine Aktie hat, die wirklich Gewinne macht, wie eine Nvidia, aber vielleicht die Bewertungen zu hoch sind, das wird nicht rausgefiltert. Aber es wären so völlige Sachen, die in diesem 99er, 2000er Crash drin waren, im neuen Markt, solche völligen Luftblasen, die werden am Anfang über das Universum wegselektiert. Dann eine grundsätzliche Frage vom Albert, ob er den Videokurs immer wieder anschauen kann und der ihm selbst gehört. Ja. Den kann man immer wieder anschauen. Und es ist sogar so, als ich gestartet bin im Oktober, habe ich noch ein, zwei Videos hinterher dazu gemacht. Das heißt, der ist sogar noch gewachsen. Und der ist dann auch noch um die Webinare gewachsen und die bleiben auch immer alle drin mit den ganzen Fragen. Frage-Antworten-Bereich ist dazugekommen und so. Genau, ja, den können Sie dann die ganze Zeit behalten. Der Ingo hat eine Frage zur Depotgröße. Du hast ja, glaube ich, deins bei CapTrader mit 30.000 angefangen, um aufzuzeigen, dein Depot. Aber mit wie viel muss man denn oder sollte man anfangen für deine Strategien? Hast du da Angaben? Ich finde es sinnvoll, mit 30.000 anzufangen. Meinem Sohn habe ich jetzt 10.000 gegeben. Ich denke, das ist schon eine untere Grenze. Da wird man nicht alles handeln können. Aber das meiste geht. Aber ich glaube, um es vernünftig zu machen, wäre schon so 30.000 ratsam. Der Lothar fragt, ob es zu den Optionen auch dann so eine Dauerbegleitung ähnlich dem Feierabenddepot geben wird oder gibt. Ja, es gibt diese Webinare, die ich im Moment so alle 2 Monate durchführe, wo 3 am Anfang inbegriffen sind. Und da muss ich mal schauen, wenn die Kunden dann das vierte bekommen, ob die dann für das vierte einfach vielleicht einen kleinen Betrag zahlen können, dass sie dann auch dabei sind. Auf jeden Fall gibt es diese Begleitung. Und es ist ja geplant, dass wir irgendwann mal im Feierabenddepot dann auch noch so einen Signaldienst für die Option dazu nehmen. Aber es gibt auch jetzt schon die Begleitung über die Webinare. Apropos Signaldienst oder so, damit wir noch ein bisschen Content haben, vielleicht hast du, was ist denn, wenn du jetzt in deine Kristallkugel schauen würdest, Put verkaufen? Hast du jetzt wahrscheinlich kein Cash dafür, aber wenn du jetzt heute vor der Aufgabe stündest, einen Put zu verkaufen, für welche Aktie würdest du dich interessieren? Naja, ich habe jetzt gestern Snow und CrowdStrike verkauft. Es war natürlich
sind jetzt schon 8% im Plus, weil wahrscheinlich die Aktien heute steigen. Aber ich würde einfach nach den Kriterien von meinem Videokurs halt einfach schauen. Also da gibt es genügend Aktien, aber die zwei sind jetzt relativ neu. Also ein Tag. Der CrowdStrike, da gibt es auch immer wieder Anrufe von Kunden, die das gekauft haben. Also scheint tatsächlich hoch im Kurs zu sein bei den Anlegern momentan. Also da ist Ja, gut, wahrscheinlich ist nicht verkehrt. ein Momentumwert, der gerade wirklich am Steigen ist. Alexander hat eine Frage. Was sagst du zum... Ah, das ist ja schön. Ja. Da sieht man ja in der Tat. Momentum ist vorhanden und die Vola... Das sind die unten, ja, die Vola ist unten, weil die ist ein bisschen Die ist angestiegen, noch ja. Ja. hoch. Ja. Genau, also darum habe ich die gestern auch geschrieben. Ja. Bei welchem Basispreis hast du die? Das habe ich dir nicht gesehen. Den Moment. Put. Das 240er 240er. Put. Und Und wo steht jetzt die Laufzeit Aktie? 3 Monate. Ja. Genau, ich glaube, so Monate, ja. 70 Tage waren das jetzt. Ja, das sieht ja beinahe aus, als wenn du so ein bisschen Charttechnik machst. 240 sieht ja so nach einer Unterstützung aus, ne? Naja, also wenn die hier runterfallen würde, dann wäre der Put schon vor, dann würde ich den wieder zurückkaufen, weil das wäre zu teuer. Es sei denn, sie geht ganz gegen Schluss dahin. Aber normalerweise, also wenn die jetzt, ich habe ja hier einen Stopp, also wenn der, die würde vorher verkauft, ich würde die nie und nimmer bis 240 zurückfallen lassen. Ach, das ist Wenn die aber eine morgen interessante verkauft, ich Geschichte. kann Du nicht ins hast, Geld gehen. das heißt, du lässt dir das Ding gar nicht andienen. Also du kommst nicht in Nee, die Verlegenheit, niemals. bei 240 Nein. zu haben. Okay. Wo hast du den Stopp gesetzt? Ich sehe den jetzt gerade nicht. Meinst du jetzt einen Stopp gesetzt oder Der mental Stopp Stopp? ist bei 200%. Das heißt, hier gucke ich einfach auf diese Unrealized Profit Loss. Und da gibt es jetzt keinen Handlungsbedarf, weil die nicht am Stopp sind. Nein, ist klar. Der Alexander hat eine Frage, wie gehst du mit der Geldbriefspanne bei Optionen um? Die sind ja teilweise so groß wie ein Scheunentor, gerade bei langer Laufzeit. Hast du da eine Strategie oder eine Ja, Meinung zu? auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel gucken, AMD, das ist ja eine, die ich im Depot habe, dann gucke ich mir hier schon an, wie die Geldbriefspannen sind. 1,15 zu 1,18, das ist okay. Und Scheunentor wäre, wenn das jetzt 1,15 zu 1,50 wäre, dann würde ich es nicht nehmen. Und das ist halt auch immer eine Frage, dass man wirklich eher liquide Aktien nimmt. Weil die Liquidität ist wichtig. Jetzt gucken wir mal auf CrowdStrike. Da muss man sich halt die wirklich konkret anschauen. Das war jetzt zum Beispiel CrowdStrike, der, was hatten wir, 42er Put, 2,30 zu 2,41, das ist auch noch akzeptabel. Dann kriegt man so einen Mitpreis, 2,35 und dann, auf jeden Fall soll man da schauen. Und wenn hier der Bid-Ask-Spread zu groß ist, dann nehme ich die nicht. Ganz einfach ist die Antwort. Der Jaro fragt, was ist denn deine Aussicht der Performance bei Optionen? Was hältst du für realistisch? Beim Feierabenddepot hast du gezeigt, aber dein Optionsdepot, was hältst du für realistisch? Also, mein Ziel ist 20% pro Jahr. Und was ich jetzt geschafft habe, war jetzt mehr, eher 30%. Und ich habe das geschafft mit einer Margin-Auslastung von 50%. Das heißt, wenn du jetzt mit weniger rangehst, weniger Risiko, zum Beispiel 10%, dann würdest du ungefähr so 6% pro Jahr wäre dann realistisch. Und mit der Margin-Auslastung, die ich habe, ist schon 20 bis 30% real. Realistisch. Vielleicht lief es ein bisschen zu gut, aber eigentlich im Prinzip ist es so möglich. Der Martin hat eine spezifische Frage zum ETF, der Covered Calls verkauft. Die lasse ich mal. Ich unterschlag die, Martin. Ich habe die gelesen, aber ich glaube, die Strategie von Urban, die bringt auch mehr pro Jahr als die 9,5%, die sie angezeigt haben für diesen Ja, das ETF. Problem ist bei diesen ETFs, das sind immer so Produkte, wenn die schon die Calls enthalten, dann sind da meistens irgendwelche Kosten drin und das hat dann irgendeinen Haken. Oder müssen wir sich den mal ganz genau anschauen? Vielleicht ist Dann er gut, keine Ahnung. die Daisy
hat eine Frage zum, wieso werden die Puts 3 Monate gehalten? Der Zeitwertverfall findet da hauptsächlich gegen Ende der Laufzeit statt. Ja, ich glaube, das ist Niemand eine hat Frage, die. behauptet, dass sie 3 Monate gehalten Genau. werden. 30 Tage maximal werden sie gehalten. Die haben Laufzeit von ungefähr 70 Tagen, 50 bis 70 Tage. Und nach 30 Tagen werden die liquidiert ungefähr. Das hatte ich Aber ja das gezeigt. Das zeigst du war in das deinem Buch von Kurs auf jeden Fall, Spieler. nehme ich mal an. Ja, das zeige ich Deinem alles ganz Kurs genau im wirst du lernen, Kurs. ne? Genau. Ja. Aber Aber wann jetzt habe ich es wirst du halt auch verraten, macht nichts. Die denn? Leute sollen doch ein bisschen was davon haben, wenn sie ans Webinar kommen. Ja, so ein großes Geheimnis hast du, glaube ich, nicht der preisgegeben, ne? Ja. So, Alexander, bei TradingView gibt es natürlich auch sowas. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, wenn ich sie durchgehe, die Fragen. Ich glaube, dass der Bernhard da am Anfang noch eine Frage gehabt mit Rohstoffe nicht Fragezeichen, aber ich habe gesehen, du hast bei dem Doch. Options hast du Ja, Rohstoffe sind Rohstoffe dabei. dabei. Und dann, Genau. ja, habe ich auch ein eigenes Video gemacht zu den Rohstoffen. Ja, ich glaube, das ist, die Rohstoffe sind nie verkehrt, weil da kann man immer das Ganze ein bisschen diversifizieren. Manchmal geht Ja. ja ein Rohstoff in eine ganz andere Richtung als die Aktienmärkte. Also man sollte immer ein Auge drauf haben. Wieder Ah, ich sehe ja, 26 ja. Minuten Rohstoff- und Währungsfutures als Ergänzung. Rohölfuture, japanischer Yen und zwar solche Sachen. Rohstoffe sind Hast schon wichtig, aber ich würde halt nicht direkt da damit anfangen. Darum habe ich da geschrieben als Ergänzung. Weil es sind schon ein so. paar Sachen, die man da beachten muss. Okay, ja, dann würde ich sagen, die ganzen Leute sollen mir jetzt mal nachsehen, wenn ich die Einzelfragen, das ist ein bisschen verstückelt hier, nicht eingehe, aber manches wiederholt sich und manches ja, ist wahrscheinlich mit einer E-Mail besser an dich getan. Du kannst das ja nochmal einblenden, deine E-Mail, du bist ja auch gut erreichbar. Entschuldige für alle Das ist eine Interessen. gute Idee, genau. Also hier am besten zum Beispiel urban@feierabend-optionen.de. Wenn es um die Optionen geht oder wenn es um das Feierabend geht, urban@feierabend-depot.de. Es gehen beide E-Mail-Adressen. Ja, aber ich Und glaube, dann du einfach. antwortest auch auf Aktienfragen, wenn es an die Option geht. Ich glaube, du nimmst es Genau, nicht so auf jeden Fall. Ja, ich bin ja der gleiche. krumm. Und auch in der Regel innerhalb von einem Tag versuche ich. Ja, das soll eine Ansage, Urban. Okay. Für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, die Aufzeichnung gibt es sowohl auf unserem Webinarkanal morgen als auch bei Urban selbst auf seinem sehr empfehlenswerten YouTube-Kanal. Also schauen Sie vorbei, wenn Sie noch den Anfang verpasst haben und nochmal oder irgendwas nochmal nachschauen möchten. Okay. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, Urban. Danke für die Zuschauer, die alle so zahlreich dabei geblieben sind bis zum Ende. Und dann wünsche ich einen schönen Abend, Feierabend. Ja, Feierabend passt doch zum Feierabend. Feierabend. Ja, Dominik, danke vielmals, ja, für die Durchführung von diesem Webinar. Danke auch an CapTrader und vor allen Dingen vielen Dank an euch viele Kunden. Danke für die ganze Unterstützung über all die Jahre. Ich weiß es wirklich zu schätzen und hoffe, dass man den einen oder anderen dann mal sieht am Seminar oder Webinar wieder. Alles klar, danke, schönen Abend. Ciao. Ciao.